pass mal, wir waren im Zimmer. Und ich habe was getrunken und habe ich so gemacht. Und so ein bisschen ausgespuckt und dann haben wir es mit ihrer Zeit so gemacht, dass wir gegenseitig. Wo nochmal? Im Zimmer. Ah ja. Ich habe gespuckt. Du? Du. Ich spucke nie. Er spuckt immer, wenn er redet. Immer Wasserfall, stimmt, wenn er gar nicht. Das stimmt überhaupt immer nicht. Immer wenn er anfängt zu reden. Stimmt überhaupt nicht. Ich habe einen kleinen Regenschirm raus. Mach so rum mein Gesicht. Das bin ich komplett dix. Einfach sagen wollte. Haben wir jetzt halt so gemacht und da hat er. Hab ich auch Wasser genommen, hat er auch bei mir so gemacht und da hab ich den voll so angespuckt mit Wasser, ne? Aber als der Rache in den Hiebchen geflüchtet. Das ist. Wir haben so eine Tür, die man so auf und zu machen kann, so aus Holz einfach, ne? Und man kann es halt dadurch sehen. Und ich hab das so zuzuhalten. Jetzt versucht es zu halten. Lukas, ohne Kraft, macht ein bisschen so. Ich knopf mein Gesicht und spuckt mich einfach an. Ich musste lachen, dass ich was gestorben bin vor Lachen, weil ich mich da verschluckt habe. Ich dachte, du musst was kosten. Oh, Marcel, Maschallah, danke schön für die Stimme. Zwei Bödel Mojitos. Freunde. Oh, geil. Wir nehmen dann Julio auf Marcels Nacken. Ey, es war so witzig. Ich dachte wirklich, du kotzt kurz. Du hast so rote Augen. Du hast mies, aber auch angefangen zu. Kommt ein Vlog von Griechenland. Bei mir kommt ein What I Eat in a Week. Aber vielleicht kommt ja woanders ein Vlog. Von einem richtig coolen Jungen. Den muss ich erstmal suchen. Oh, warte. You found him right. Wait, look to the right. To the right. Yeah, what? Ich hab links, rechts, sorry. To the, look here. No, we go there. Oh, da kennt sie. Yeah. Da kennt sie, guys. Ich glaube, Herr Lukas Rieger, genau. Das, so heißt er, glaube ich. Seid ihr Zusa? Nee, wir sind auf Samos. Seid ihr? Hey, Sozialfreunde, ihr müsst einfach unsere Instagram-Stories abchecken. Was war euch los? Instagram-Stories abchecken, dann wisst ihr, wo wir sind. Wer es nicht folgt, der hat wirklich was verpasst. Vor allem Lady Marie, die ist richtig noch aktiv auf Instagram. Ja, Leute. Du machst es richtig gut. Heute auch eine ästhetische Story hoch. Boah, das ist meine gefahren. Story. Aber Freunde, und ich sag euch so, ihre Story heute und mein Highlight. Uff. Es gibt viele Hotels. Sollen wir sagen? Wir sagen am Ende des Urlaubs, in welchem Hotel wir waren. Wir sagen am Ende des Urlaubs und dann könnt ihr nochmal eine Review in den Vlogs sehen. Ja, da sagen wir euch, was dazu gefallen ist, was wir so recommenden können. Wie kann der nicht so hoch reden? Die meinst du generell oder? Als du so gemacht hast. Ich kann so einen richtig schrillen Ton machen. Mama. Oh Gott, war das gerade unangenehm. Oh Gott. Okay. Oh, sag's doch, mach mal. Ich hab's nicht gesehen. Wollte rück mal einfach zu sprechen. Ich find's halt, die so, wir sagen ganz halt, wir sind in Griechenland, ne, auf Samos, ne. Und da schreit einer so rein. Ja, die sind safe in Dubai. Hä? Du sind mal an der Bar. Sing mal an der Bar? Für Universum. Für Universum. Lange Halten-Lash-Extensions. Japan-Lash-Extensions. Ich aber, die halten ungefähr zwei. Nein, Spaß. Aber normalerweise halten bei mir. Also, die können. Die halten so. Das ist noch schön. Erstmal. Dass sie noch schön aussehen, hatten die so zwei Wochen. Sonst halten die natürlich auch länger, aber sonst sehr ausgefranst. Die macht. Oh, Tinkerbell ist wieder zurück. Tinkerbell, mach mal nur Fam-Chat. Boah, nur Fam-Chat? Das wäre es ehrenlos, Freunde. Bei 3009 nur Fam-Chat zu machen. Außer, ihr würdet alle meinen Livestream abonnieren hier oben. Das ist sehr wichtig, für mich auch. Das ist schon richtig lange. Du isst schon richtig lange, ne? Du isst voll. Aber Salat kann man langsam essen. Ich esse gern Splitter. Danke fürs Follow, Freunde. Danke fürs Follow. Tschüssi, folgen alle. Alle folgen. Ehre. Sehr gut. Ey, verspreche, ab morgen kommen auch neue TikToks. Ich muss mal rausdenken, welche, aber kommt safe noch. Hab ich heute gesehen. Tschüss, wo?
Ich mach dir gerade. Wir essen gerade. I, Lukas, was gab? I, Julian. Ich sehe dich am Donnerstag, ja? Donnerstag. Ich mach's nicht so, sorry, ich kann nicht anders. Ich mach's nicht so. Man kann alles. Ist ja kein Schmatzen, Leute, okay? Schmatzen ist so. Aber ich kau einfach nur, Leute, bei mir hört man das immer. I'm sorry for Oha, that. Oha, mashallah, Jamo TV. Oh, der Account ist wieder entsperrt. Freunde, immer bitte alle Jambo folgen. Der Blebo noch gesperrt. Ehrenlos, wirklich. Ach, Bruder, Kuss an den Corgi. Kuss an den Corgi. Bestes Geschenk auf TikTok, der twerkende Hund. Das sah so schlimm aus. Ja, wer ist da los? Gehen wir. So geht's? Wo bist du gerade, Jambo? Alles gut? Komm, Griechenland. Tinkerbell mit den ganzen. Und Luca auch noch mit den Geschenken. Ey, Freunde, alles gut. Mein Glas ist nichts mehr. Freunde, das ist der Vibe einfach. Einfach den Vibe sippen. Ich sipp den Vibe. Ich sipp den Vibe, Freunde. Oh Gott, das ist so eine dumme Aussage. Ich bin in Spanien. Ich flieg rüber. Stunde Flug oder so. Hol dir Alkohol, ne? Alles gut, wir haben. Ich hab Bock auf Alkohol gerade. Ach, Java Bro, wir sehen uns bald wieder hoffentlich, ja? Dubai 2.0. Schade, dass du kein Match gemacht hast. Ach, Freunde, ihr könnt auch so eure Geschenke reinschicken. Tinkerbell, Jamo, danke für die ganzen Rosen hier, Alter. In zwei Wochen schon, Bro. Tschüss. Voll heiß. Sag mal, wann genau. Schreib mal WhatsApp, wann genau. Aber guck mal, kann man gucken, aber ich glaube, das ist sehr schwer. Ja, Freunde, ihr könnt hier for free abonnieren, aber ihr müsst sozusagen, wenn ihr die Emotes haben wollt, müsst ihr sozusagen für 6 Euro im Monat abonnieren. Aber da wir jeden Abend live sind, lohnt sich das schon sehr. Ich will nicht sagen, so wie bei Twitch. Es lohnt sich schon sehr wie bei Twitch. Wie lange kennt ihr euch schon? Wir kennen uns schon vor lange eigentlich schon. Erstmal gesehen bei der Glow in Kuss an jeden fürs Folgen, Freunde. Und Freunde, schreibt mal bei unserem. Okay, ich mache jetzt einen Test. Schreibt mal bitte Live Gang, ja, wenn ihr auf unseren letzten Instagram-Bildern, wenn ihr vom Livestream kommt. Ich will gucken, wie viele Leute darüber kommen. Was schätzt du? Ich sag 50 Kommentare bei jedem. Wie viele Kommentare jetzt haben. Ihr müsst Live-Gang schreiben. Wir machen einen Screenshot von Lenas Bild und von meinem Bild. Von unseren beiden letzten Instagram-Bildern. Und kommentiert alle Live-Gang unter den letzten beiden Bildern von uns. Und ich bin gespannt, wie viele Leute. Ah, yeah, sorry, yeah, we're done. Thank you. Yeah. Oh, I'm sorry. I'm good, thank you. Guys. Oh, no, it's good. It's okay, it's 20 Sekunden. Okay. It's just better to eat, you know, sorry. I know. You know, lots of people started to do that. Oh, for real? Yeah, of course. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Oh, voll gemütlich jetzt. Ja, schon. Können wir hier bleiben? Was meinst du, der? Viele Leute machen das, ja. Siehst du? Auf jeden Fall, was ich meinte, genau, ihr müsst auf Instagram gehen. Ihr müsst auf Instagram kommentieren unter unsere Bilder. Kannst du schon mal sagen? Nee. Okay. Coole Hose, dankeschön. Ihr müsst auf Instagram gehen, @LeniMarie, @LukasLieger. Guck mal, ich glaube, hoffentlich sind 400 Leute rübergegangen. Ja. Ich hoffe wirklich, dass 400 Leute rübergegangen sind und alle auch kommentieren Live-Gang bei Instagram. Wenn nicht, bin ich sehr enttäuscht. Leute, dieser Feta hier ist so lecker. Echt? Du magst keinen Feta, ne? Nicht so gerne. Also ich würde es mitessen. Ich würde es mitessen, wenn es da ist, weil ich muss es nicht unbedingt selber essen. Hilf mir doch, Leni. Warum machst du das, Luca? Der trinkt immer noch auf seinem Glas. Freunde, ich sippe den Vibe. Danke, Walli. Hey, und meine Walli? Hä? Mali Walli und meine? Mach Salto. Easy. Spaß. Ich habe bei Leni live kommentiert. Amelie sehr stark. Und bei mir? Schon kommentiert. Freunde, ihr müsst alle auf Instagram gehen. Lukas Rieger und Leni Marie. Unsere beiden letzten Bilder. Mal gucken, wie viele Kommentare wir schaffen.
gerade erst von Emilia auf Insta gefolgt. Danke, Emilia. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass alle nur schreiben, dass sie dir gefolgt haben und kommentiert haben? Leute, danke, da folgen wir alle. Ach komm, machen wir es schon alleine, Leni. Habt ihr euch denn nur kennengelernt? Ach so. Also kennen tun wir uns schon sehr lange. Wir kennen uns schon, also ja, wegen Social Media und so, bis weiß man, dass man so existiert, wenn das als kennen. Samu, danke schön. Reicht dann noch. Also Tinkerbell, Kuss geht raus. Wenn das als kennen gilt. Wir haben halt so gekannt, dann auf Events gesehen und so. Wollte Lena unbedingt mein Snapchat haben? Ich bin nicht ungeschminkt, ich habe 500 schon drauf. Aber danke, trotzdem ey, süß. Mango, Bruder, guck die Emotes an, Mango, guck die Emotes an, Mango. Ja, weil Lenis Insta viel geiler ist. Ach, danke, danke. Korrekt, Alter. Ich mache, by the way, meine Hände ist ein bisschen. Hey, that's LR. Ey, warum tropft das hier? Von wo? Von dir untergetropft. Oh, das ist alles gut. Samen, Bruder, danke schön für die ganzen Rosen, Bro. Schick mal im Universum. Wo seid ihr? Wir sind in Griechenland. Was ist denn? Lena ist ein Greek Salad. Seit 2 Stunden. Iggy Schröder will live gehen. Alles klar. Auf jeden Fall nicht. Dein Haus ist gut geworden. Meine oder ihre? Ich glaube meine, weil ich darüber voll oft rede. Dankeschön. Aber hast du... Ich muss mal eigentlich ein Video machen. Wirklich ein TikTok, weil mich so viele mal fragen, was ich gemacht habe und so. Routine will ich, glaube ich, auch machen. Mr. Monaco, mein Bester. Danke für die Handhands. Wo in Griechenland? Samos. Samos. Deep Talk mit den Amerikas. Machen wir mal Deep Talk. Was wollte Deep Talk haben? Irgendwann werden wir mal... Von Muskeln an, Lukas. Ich übernehme das heute. Übertreib nicht. Ach du Scheiß. Mashallah. Was für Gains sind das denn? Was für Gains sind das denn? Leute, bitte. Hab keine Angst mehr. Ich bin eigentlich richtig nett, auch wenn ich gefährlich aussehe. Gucken. Peinlich. Und hier ist eigentlich ein Schwamm. Lass dich heute gehen. Hast noch 20 Minuten Zeit. Es hat nicht bis 24 Uhr auf. Bis 24 Hours auf. Ja, du wolltest heute ins Gym gehen. Ach so. Vermisst du Nelio? Ja. Ja. Du auch? Ich vermisse ihn auch, ja. Woche. Luca, mein Bester. Dankeschön für alles. Kurs geht raus. Daily Dose für dich. Und wir sind so richtige Prototypen-Influencer. Beim Essen live gehen oder was meinst du? Ja, wir gehen ganz, ganz kurz sagen wir kurz Profilbild gewechselt. Mashallah, Playboy! Playboy, hä? Hä? Tschüss. Nee, Prototyp-Influencer, weil wir zu früh, weil ich vlogge halt so einmal da eat in a week und halt Frühstück mit Kamera, Mittag mit Kamera, und jetzt sind wir so, ja, sind echt, live. Wir sind echt durchgehend mit Kamera. Und es kann sein, dass mein Handy nicht ausgeht, weil mein Handy noch 5% oder so. Ja, wir waren mehr live. Aber wir wollen euch gerne mitnehmen, weil es hier wirklich richtig schön ist, deswegen. Weil wir einfach gute Influencer sind. Ja, machen wir das gerne. Und das ist voll krass, hier gibt es auch eigentlich gar keine Deutschen. Ich hab hier keine Deutschen bisher gesehen, gehört oder so. Nur Österreicher oder Schweizer, weiß ich nicht genau. Und Nägel haben wie viel gekostet? 45, glaube ich. 45, ja. Doch 45. Ja. Normalerweise gebe ich immer Trinkgeld. Aber wir haben über eine Stunde gewartet. Ey, das war wirklich ganz schlimm. Also, und es war unnormal heiß und sie haben nicht gesagt, wir sind in Griechenland auf Samos. Auf jeden Fall, wir haben da über eine Stunde gewartet. Es war auch nochmal warm. Sie meinten nicht, ja, kommt eine Stunde wieder, sondern wir saßen einfach und meinten, die haben auch nicht gesagt, zu oder so. Und wirklich, ich war einfach so, boah, scheiß drauf, lass einfach gehen. Und dann kam eine, so. Gleich ist los. Baby, danke schön, Tinkerbell, für die Subscription, Freunde. Tinkerbell ist ein Fan-Member. Schreibt mal bitte alle die ganzen, die Fan, genau Samu, genau diese Emotes möchte ich sehen. Genau diese Emotes möchte ich sehen. Sind auf Kurs, wollten wir auch erst gehen. Ich muss echt sagen, diese Empfehlung, also das war echt super spontan alles und im Endeffekt sind wir dank Lena hier. Die hat damals dann entschieden, okay,
let's go to. Was ist das? Du hast entschieden, du hast es gefunden. Vorgeschlagen. Das vorgeschlagen, dann fand ich es unnormal gut und dann dachte ich mir so. By the way, Freunde, wenn wir hier auf. Wenn es hier mein Handy nicht mehr reicht, ja, sind wir auf Lenas Account live. Leni Mfri. Denkst du eigentlich, ich soll einen neuen YouTube-Account machen oder einfach auf meinen anderen posten? Auf dem alten posten. Freunde, könnt ihr bitte kurz alle für die. Ich habe voll viele englische Abonnenten, deswegen wird Algorithmus kaputt gemacht. Könnt ihr bitte alle auf YouTube live auf Lukas folgen? Das wäre Ehre. Damit so ein bisschen diese deutsche Community wieder angeschoben wird. Live auf Lukas. Will Ickli nochmal anfragen eigentlich? Der fragt mich nie an. Ja, so ein A, der für Zuschauer hast. Ja, ja. Der denkt sich beste Werbung. Er schreibt überall immer beste Werbung. Ickli, schick mal Universum für beste Werbung. Spendet Ickli eigentlich auch? Nee, ne? Doch, richtig viel. Echt? Der spendet immer in Streams, wo so 5000 Zuschauer sind. Und dann schreibt er immer in den Chat beste Werbung. Echt? Freunde, ihr könnt Ickli sagen, ihr könnt gerne ein Universum mir schicken und ich küsse dein Herz. Für beste Werbung. Genau, von live auf Lukas auf YouTube. Ich nehme auch heute alle Videos runter. Deswegen, beste Werbung, hast du das gesehen? Beste Werbung. Bestimmt irgendein Wortspiel oder so. Nein. Ich habe auch keine andere Sprache oder so. Sei versympathisch, Dankeschön. Danke. Was wolltest du gerade sagen? Auf dasselbe. Wirklich? Ja. Sie heißt eigentlich. Annel. Leni. Danke. Also gerne mal Vlogs gucken, da rede ich auch viel. Redet sie sehr, sehr viel, Freunde. Und ich rede nicht so viel. Sehr, sehr viel. Was halt für redet Caro? Caro? Ich glaube, ich kann stundenlang über ein Thema reden. Ich kann das nicht. Ich mag auch zuzugucken, aber ich kann es selber nicht. Schon so lange. Kennt ihr diesen Trend, wo die so sagen, Papex Ake Tag macht für aus. Also Themen, über die ich Stunden reden könnte. Gibt's keins? Weil du Stunden reden konntest? Ja. Gibt's keins? Nee. Und dann sagen die so, how easily. Ich kann jetzt auch so Heartbreak oder so. Es gibt safe Sachen, über die du eigentlich schon reden kannst. Mehrere Stunden, for hours. For hours, ja okay, das macht glaube ich keinen. Also irgendwann so scheiß labern oder so. Ich würde gerne, gibt es irgendwelche coolen Trends, die man so zusammen machen kann? Nee, wir kennen diesen Noir nicht. Also, da kennst du den? Jenny, gute Besserung. Noah? Nö. Keine Ahnung. Also, ja, er sieht aus wie Jeremiah. Seid ihr auf Ibiza? Nee. No. Was hört ihr so für Musik? Was macht ein Salat, Leni? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist immer noch. Da doch bald langsam kommt. Habt ihr Geschwisters? Wir haben Geschwisters. Wir haben beide eine Schwester. Mhm. Meine ist jünger und ihre ist älter. Vielleicht kennt ihr ihre Schwester auch, die macht auch so ein bisschen Influencing. Fängt auch ein bisschen an. Die ist noch nicht ganz so groß, aber das ist schon. Ich kann gerne supporten. Die heißt Dagi Biene. Dagi Biene, genau, auf Instagram. Gibt's hier das Wortspiel? Leute, was sagen Leute? Lukas meint, sie haben doch schon mal drüber vorher geredet. Und wir haben beide gemeint, dass wir beide einfach richtig cool schwimmen. Ganz kurz, die kennt jeder, Dagi Bee. Wirklich? Hä? Ich finde das schon bekannt. Ich weiß gar nicht. Weiß ich gar nicht. Wir schwimmen so verkrüppelt, das ist wirklich schlimm. Also wir schwimmen, also manchmal schwimmt man ja so. Irgendwie, als halt so Froschbewegung, ja? Halt, man schwimmt. So. So. Mit den Beinen. Mit den Beinen schwimmt man so irgendwie. Nee, man schwimmt so. Keine Ahnung, aber so. Auf jeden Fall so gleichmäßig, zusammen. Ne? Wir schwimmen so. Und wir?
Einmal so halb so und das andere so. Als ist manchmal so gerade bei uns. Ey, aber das weißt du, wenn es so einfach ist, kann irgendwie nicht richtig schwimmen, ne? Und er so, ey, ich auch nicht. Ich hab noch nie jemanden getroffen, der so schwimmt wie ich. Und ich meine Eltern haben immer gesagt, Lukas, wie machst du das immer? Du hast das Schwimmerabzeichen. Ich hab ja sogar Gold bekommen. Ja, ein bisschen Pferdchen nur. Aber ich musste auch mies. Mama ist toll. Oh, danke schön. Bald komme ich aber ja safe mal wieder mit meiner Mama. Ich war schon auch so. Ja, also, das ist mir ein bisschen unangenehm. Man, also sieht halt nicht ästhetisch aus. Nee, aber es ist viel effektiver. Ich finde, es ist viel effektiver. Du machst es extra so? Nein, ich muss es so machen. Ich kann es nicht anders machen. Ich kann dieses zwei. Es ist voll anstrengend. Anders. Ich muss nicht. Ja, das ist so anstrengend. Okay, bevor du es noch dreimal reinschreibst, geh einfach raus. Guck mal, du kannst einfach hochswipen, dann bist du schon weg. Ist so easy, Alter. Guck mal, du schreibst viermal rein. Nee, auf jeden Fall. Ich kann nicht anders schwimmen. Ich schwimme schon seitdem ich mein Seepferdchen hatte so. Ich muss mich mies anstrengen, dass ich irgendwie mein Seepferdchen bekommen habe, erstmal. Und dann habe ich das andere mit den Kraulen halt. Guck mal. Ab Bronze war ja Kraulen auch so. Ich hatte eigentlich Bronze, okay? Das war eine Verteidigung. Eigentlich. Und was war unsere letzte Schwimmstunde in der Schule? Und dann war nicht mehr so viel Zeit da. Aber was bringt das eigentlich? Ich kann auch verlabern und sagen, ich habe Gold. Weiß ja eh keiner. Stimmt. Doch, ich hab noch meine. Kennst du, es wurde auf die Badehose so gestickt. Ich dachte immer, muss man es immer, wenn es einem so klein wird, auf eine andere Badehose mal drauf tun? Dachte ich damals immer. Um so anderen zu proven, dass ich das habe. Proven? Ja, ich. Die Rede für undeutlich. Ey, Freunde, wir reden beide leider maximal undeutlich. Das ist leider echt schlimm. Wir reden wirklich so. Wir brauchen eigentlich brauchen wir beide einen Sprachkurs. Ich hol schon das ab hier gerade, fällt mir dann auf. Ja, ich bin schon 35, Freunde. Life is hard. Tschüss. Leute, habt ihr vielleicht noch ein paar Universen von uns? Die Rechnung ist gerade reingekommen. Von der Rechnung da reingekommen, ich bin euch ehrlich. Das ist schon hart. Hast du gesehen? Hä? Art? Die Finger hat's. Der Bre, was der geht Bre. Ab? Freunde, stream Summertime Sadness auf Spotify. Wenn ich Messer esse, ja, dann ist keine Sadness mehr, denn ich esse Messi. Esse Messi, ja. Gehst du Kaffeebur? Aber der nächste, Leute, der nächste Drop. Hab doch mal alles. Danke für die ganzen Rosen. Aber ich bin ehrlich, wenn ihr ehrlich, Art, ich fühle den Unterhalt unnormal. Also echt, ich finde ihn richtig gut. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Art, da meinte gestern, boah, der Song ist so scheiße. So ein scheiß Song, ey. Ich hab da Kommentar gelesen, Art, du bist immer schlechter und Art so, warte ab, wird noch schlimmer oder so. Das war ein geiler Kommentar. Nein, ich find's wirklich richtig gut, den Song. Ja, wir pumpen immer. ART. Auch Handy geht aus 1%. Krasser Song auch noch, ohne dich. Ja, das war eine Playlist dran. Freunde, wir sind gleich offline bei mir, dann gehen wir vielleicht mal bei Lena live gucken. Instagram Lukas Rieger, Instagram Leni Marie, TikTok Lukas Rieger, TikTok. Ah, wie viele Kommentare haben wir jetzt schon? Freunde, kommentiert auf Instagram. 66 bei mir waren's. Auf Instagram Live Gang. Nein, safe nicht. Das kann nicht sein. Auf Instagram Live Gang bei Lena und bei mir. Danke für den ganzen. Freunde, wenn ihr jetzt mal Geschenke habt, jetzt reinschicken, weil wir sind jetzt jeden Moment offline. Wir haben 1% Akku. Ja, 50 Kommentare. Okay, wir haben 40 Kommentare, Freunde. 50? Ja. Ihr müsst jetzt reinschreiben bei Instagram LiveGang. Leni Marie und Lukas Rieger. Instagram LiveGang. Wir gucken eure Kommentare an. Weniger sogar. 60. Danke für die ganzen Lightning Bolts, Freunde.